Max Schubert, mit 6 Toren gegen den HSV, Handball verloren. Wie zufrieden kann man mit einer 6-Tore-Niederlage sein? Ja gut, mit der Niederlage kann man nie zufrieden sein, aber ich denke, wir haben in den letzten Wochen nicht so gut gespielt. War das schon wieder eine Steigerung zu dem, was wir gegen Lemgo hier gezeigt haben. War wieder Kampf drin und okay, man muss sehen, da hat die individuelle Klasse halt einfach gesiegt. Da haben die Hamburger ein paar mehr Leute als wir und ja, auch 2-3 Pfostenwürfe zu viel, 1-2 technische Fehler, und dann sieht es vielleicht noch ein Ticken anders aus, aber wir haben gekämpft, die Mannschaft war wieder präsent und das haben wir vor dem Spiel gesagt, wir wollen Spaß haben, wir wollen wieder kämpfen, ohne Kampf gewinnst du kein Spiel und ich denke, das haben wir umgesetzt. Ja. Das war ja der Auftakt in die Rückrunde, der Start in die Rückrunde, wenn du mal unter die Hinrunde einen Strich ziehst, wie würdest du die bilanzieren, 16 Punkte geholt? Ja, für mich sind es 3-4 Punkte zu wenig, aber ich denke, so wie die Saison gelaufen ist, da gewinnt jeder gegen wen, verliert jeder mit dem 10. oder 10. 9. Platz, was war es jetzt, 16 Punkte, können wir unterm Strich, denke ich, zufrieden sein, nur wir müssen halt die Spiele, die wir gewinnen müssen, das ist unser Anspruch, so Spiele wie gegen Barling, Emstetten, die müssen wir in der Hinrunde gewinnen und dann denke ich, sieht es am Ende der Saison gut aus. Ja. Ich danke dir, viel Erfolg. Tim, was hat heute gefehlt, um dem HSV wirklich gefährlich zu werden? Ja, 6 Tore auf jeden Fall. Und man kann auch sagen, wir haben gut gekämpft, wir haben auch nicht schlecht gespielt. Aber wir haben halt ohne Außen gespielt heute und ich denke, das müssen wir verbessern. Wenn nach 55 Minuten und 40 Sekunden der erste Wurf von irgendeinem Außen und das geht nicht. Also wir müssen mit 7 Leuten spielen und wenn wir das nicht machen, dann können wir nie gewinnen. Habt ihr denn euch aus deiner Sicht so ein bisschen rehabilitiert für das Spiel gegen Lemgo? Ja, das Spiel gegen Lemgo war halt ein Scheißtag einfach. Und, klar nervt das, wenn die Halle voll ist und es ist ein Spiel, wenn du gewinnst, bist du drin im Pokal und wenn nicht, dann raus. Aber solche Tage hat man immer und das soll man auch nicht zu lange darüber nachdenken. Danke dir, frohe Weihnachten. Matthias, ein unangenehmes Auswärtsspiel, glaube ich, relativ sicher gelöst. Das könnte eine Überschrift sein, oder? Ja, aber das schweres Auswärtsspiel, ja, relativ sicher. Gut, das sieht das am Ende so aus, aber ich glaube, bis zur 52., 53. Minute war es echt immer wieder Lübecke drauf und dran, wieder ranzukommen. Und ja, das ist gefährlich. Ich habe schon so oft hier gespielt und es waren immer hart umkämpfte Partien und ich bin immer froh, wenn ich aus dieser Halle als Sieger rausgehe. Was habt ihr denn dieses Jahr aus deiner Sicht besser gemacht als die letzten Jahre, wo es ja knapper war? Ich glaube, wir haben von Beginn an so ein bisschen auch in der Abwehr schon den Schneid abgekauft und sind sehr gut zum Gegenstoß gegangen, haben so ein bisschen überrollt. Wir machen 19 Tore in der ersten Halbzeit. Aber wie in der zweiten Halbzeit war es ein offenes Spiel, eher mit kleinen Vorteilen für Lübecke. Ich würde also sagen, dass es schon irgendwie der Grundstein in der ersten Halbzeit gelegt wurde. Kann man denn bei so einem Spiel wie heute und auch jetzt gegen den Bergischen HC als nächstes so das Überspiel gegen Kiel, was das Übernächstes kommt, schon ausblenden oder hat man das irgendwie schon im Hinterkopf? Ja, das muss man ausblenden, das ist ganz klar, weil anders kann man an solche Spiele nicht rangehen, weil dafür sind die Gegner einfach viel, viel zu stark und auch muss man dem Gegner auch viel zu viel Respekt zollen. Also das wäre wirklich respektlos, wenn man da irgendwie sagen würde, ah ja, wir haben schon irgendwie Kiel im Hinterkopf. Dafür spielen wir schon zu lange diesen Rhythmus mit Samstag, Mittwoch und es ist einfach essentiell, dass man da sich wirklich nur auf den nächsten Gegner fokussiert und so macht es auch mehr Spaß. Danke dir, alles Gute für die nächsten Aufgaben. Dankeschön.